Was bedeutet eigentlich dieses Open to Grace, von dem im Anusara-Yoga immer die Rede ist, als das erste und das wichtigste Prinzip? Kurz gesagt, zuerst Ja zum Leben zu sagen, auch auf der Yogamatte. Dabei auf unsere Verbindung zu unserer eigenen göttlichen Natur zu vertrauen, hört sich vielleicht erstmal nicht so an, als könnte man das direkt beim ersten Hören verstehen, geschweige denn körperlich irgendwie umsetzen, oder? Du hörst vielleicht in einer Anusara-Klasse auch die Anweisung, Grenzen aufzuweichen und den inneren Körper voll und strahlend werden zu lassen. What? Wir nennen solche Ansagen passive Ansagen, denn sie laden mehr zum Fühlen ein und zielen auf deine Intention, die ich ja im letzten Video schon angesprochen habe, ab. Aber sie manifestieren sich im Körper auch auf 3 bis 4 ganz umsetzbare Arten und Weisen. Erstens. Der innere Körper hell. Wenn wir uns an unsere angeborene Güte erinnern, bläht sich unser innerer Körper, unser Energiekörper förmlich auf. Der Atem wird tiefer und weitet zum Beispiel auch die Rückseite der Rippen. Um das zu schaffen, braucht es aber ein bewusstes Erinnern. Atmen, innehalten. Zweitens, Körperseiten lang. Wenn der innere Körper dann voll und hell wird oder ist, verlängern sich die Seiten, die Körperseiten von der Taille bis zu den Achselhöhlen. Getragen vom Brustkorb werden dann die Schultern viel leichter und während zur gleichen Zeit drittens der äußere Körper weich wird und sich über diesen inneren strahlenden Körper legt wie so ein Seidentuch. Und dadurch wird unsere Praxis eher mit einem Fühlen als mit einem Machen beginnen, viel weicher. Viertens, wenn wir dann noch alle begrenzenden Konzepte über uns selbst loslassen, wie zum Beispiel, ich kann das jetzt eh nicht, oder auch, oh, easy, Hund, gibt nichts mehr zu arbeiten, und stattdessen wir uns einen Moment von der Erde tragen lassen, dann geben wir auch uns zuerst etwas Höherem hin und unsere Praxis wird eher zu einem Geschenk an uns selbst oder an das Leben an sich. Wie wir es dann dennoch schaffen, daraus zum Beispiel aus einem Handstand oder in eine andere herausfordernde Asana zu kommen, das ist ein Thema für ein anderes folgendes Video.